nice of you to show up, Oleg. Pain is about to be your new reality. I'm not too late to the party, am I? Ja, ein bisschen. Du hättest den großen Kerl noch ein bisschen erledigen können. Aber sonst alles okay. There's plenty of people left to kill. Let's head inside and find Angel. Na, vorher. Lade mal nach. You're not one of Loren's brutes. And you are not one of Kilbane's luchadors. No, but they are. Beschütze Angel. Okay. Och nein! Warum? Schon wieder so einer. Aber ich glaube, Oleg kümmert sich um den. Ja. Sehr gut. Oleg kümmert sich um den. So, öffnen wir das da dahin. Ich hoffe, nee, das reicht nicht. Nein, habe ich nicht weit genug geworfen. Ah, das ist kacke. Ich habe keine richtige Munition mehr, keine richtigen Waffen mehr. Das ist richtig schlecht. So, das müsste doch irgendeinen treffen. Ja, sehr schön. Ja, wir stehen ihm dann wieder auf. Wäre eben eine Granate etwas günstiger. Wow, what the? Oh shit! Boah, geh aus dem Weg, geh aus dem Weg. I'll take care of this. Von wo wird denn hier auf mich geschossen? Da oben stehen auch noch welche. Oh Gott, wir werden hier von allen Seiten beschossen. Das ist nicht cool. Scheiße, was? Wir sind gestorben. Hey, nee. Komm. Wieso? Ich hab doch Dreieck... Ach, du bist gestorben. Ja, sehr schön. Ich hab doch Dreieck gehalten. Wieso hat er dir nicht mal irgendwie halbwegs geholfen? Ja, ja, toll. Leave this imposter to me. Ist jetzt scheiße gelaufen. Ja, dann hoffe ich, wir kriegen es jetzt mal besser hin. Es ist eben richtig scheiße, dass wir keine anderen Waffen haben. So, hier, für euch. Und man hat hier auch nicht so viel Bewegungsfreiheit. Also man wird ja dann hier irgendwie von allen Seiten beschossen. Das kommt auch noch dazu. Dann habe ich auch noch so eine beschissene Waffe. Ich muss mir da vorne irgendwie eine andere holen. Die hat zwar sehr viel Schuss. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Nur... Geh mal weg, was hast du denn für eine Knarre? Ah, das ist kacke, die habe ich dann alle schon. Und ich kann mir eben dann keine anderen Mini da. Nein, spring nicht runter. Shit. Das war daneben. Oh nein, ich habe ihn noch erwischt. Sehr schön. So, schieß ihm an den Arsch. So, der hat ja genug Fläche. Oh nein, nicht schon wieder. So, aber jetzt funktioniert's. Gut, ich habe ihn wiederbelebt. Sehr schön. Und lauf jetzt nicht geduckt. Ach, scheiße, ich brauche irgendwo eine Position, wo ich mal ganz kurz nur mich erholen kann. Komm. Gut. Das war schon alles, was ich gebraucht habe. Einfach nur mal mich kurz erholen. Ach komm, das gibt's nicht, Angel. Ist das dein Ernst? Du hältst ja gar nicht viel aus hier. Gibt's ja gar nicht. Ich will nicht so nah an den Kerl ran. Genau deswegen. Ah. Damn it. Ja, genau, wenn er nachlädt, muss ich auch nachladen. Also komm, auf. Der Kerl geht mir hier richtig auf den Keks.
Ist er schon wieder tot? Willst du mich veralbern? Wie viel hältst du denn aus? Das gibt's doch gar nicht. Ja, okay, ich wäre auch sehr schnell tot, wenn ich da immer in die, genau in diese Richtung da mich drehen würde von dem, von da, wo er schießt. So. Und tschüss. So, gib mal her die Kamera. Hä? Oh nein! Oh, Alter, willst du mich verarschen? Ah, dammit, ich bin... Oh, scheiße, ich hab nicht drauf geachtet, dass ich fast tot bin. Fuck. Fuck, 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 fuck. Erhol dich. Jetzt will ich hier auf keinen Fall sterben. Auf keinen Fall. So, aber der ist weg. Sehr schön. Gut, wir haben den ersten wenigstens schon mal halb. Und hier ist die Mini-Kanone. So, halt drauf, dann kriegen wir den auch noch ganz schnell. Aber nicht auf Oleg. Hat er ihn? Er hat ihn. Sehr schön. Gut gemacht, Oleg. Warte, da vorne steht doch noch irgendwas. Okay, haben wir es geschafft? Well, ladies and gentlemen, Philippe is dead and we are at a crossroads. And the question is, who will lead the syndicate to a new era? Viola and Kiki were Mr. Loren's right hands. I had someone else in mind. Excuse me? The syndicate has to answer for what they did. And this time, we're taking the fight to them. Since we don't know Steelport, I brought in some people who do. This is Kinsey, Zemos, and Angel. The barbarians are at the gate! We need a general, not an ambassador! Calm down, Eddie. What did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something. Anything! Before I wonder why I keep you bookends around! Talk to one of these guys. They'll have things for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Okay, Rückkehr nach Steelport. Geschafft. Oh, sehr schön. 8800 Bargeld. Und auch noch aufgestiegen. Und rechts nochmal. Nein, das nicht. Domizil Angel. Domizil Kinsey. Waffe Penetrator. Ja, den habe ich mir schon gekauft. Domizil Simos Bude. Bandenanpassung. Du kannst jetzt Gims in deiner Bande haben. Okay, das war ja einiges. Da haben wir jetzt aber einiges hier bekommen. Finde ich ganz nett. Oh, und ich habe die Minikanone. Ach, richtig schön. Ich möchte mal gucken. Ja, wir haben Verbesserung, aber Bargeld kann ich auch abheben. Sehr schön, da machen wir jetzt dann noch eine Shopping-Tour. Und, ja, wir können ja mal ganz kurz bei... Verbesserungen gucken. Fähigkeiten. Was brauche ich denn hier für? Stufe 14. Okay. Sprinterhöhung. Dieses Wiederbeleben-Tempo. Das kaufe ich mir jetzt mal, sofern Angel gestorben ist. Das wird da so ein bisschen hilfreich sein. Gesundheit. Deine Gesundheit regeneriert sich schneller. Ja, das ist aber sehr teuer. Was haben wir hier? Schaden. Fahrzeuge. Feuer. Ja, okay. Schaden weniger durch Kugeln. Was haben wir beim Kampf? Ich kann 50% mehr Granaten tragen. Was ist das hier? Ach, Spezialmunition. Du kannst all deine Waffen schneller nachladen. Ich denke mal, ich nehme hier diese Granaten, damit ich 50% mehr tragen kann. Dafür brauche ich Stufe 12, okay. Boni. Bonus Respekt. Was? Tauschen Bargeld? Was? Zahle Bargeld für 4000 Respekt. Nö.
Ah, ich denke, ja, das... Komm, das kaufen wir auch noch. Dann sind wir jetzt wieder ein bisschen pleite. Was ich jetzt noch machen möchte, ist eben... So, genau. Erstmal lassen wir die Waffe los. Da sind wir... Damit sind wir einfach zu langsam. Was ich jetzt noch machen möchte, ist... Irgendwo... Mal... Ich habe gedacht, du machst dann echt... Echt Sprung nach unten. Irgendwo... Munition kaufen, denn wir sind total unvorbereitet für die nächsten Missionen. Wir haben da absolut gar nichts mehr. Ich muss mal hier rüber. So. Bremsen. Ah, okay, hat ein bisschen wehgetan. Wird er aber überleben? Unterbauen welchen Verkehrsunfall? Sehr schön. So. Du hast ihn verursacht, du gibst mir jetzt die Karre dafür. Ach, da sitzt doch jemand drin. Aufsteigen. So. Was ist mit Bedroom? Wer war im Schlafzimmer? Keine Ahnung. Da höre ich jetzt nicht zu bei Nachrichten, dann schalte ich um auf Musik. Oh, darüber. Aus dem Weg. Und dann hier vorne. Ist das Friendly Fire? Und da kaufen wir uns jetzt Munition. Oder was wäre denn verbessern? Erhöhe die Magazingröße. Okay. Erhöhe die Größe deiner Magazine und den Schaden. So, was ist denn mit dieser Waffe hier? Weil die ist richtig. Erhöhe den Schaden. Ein Leuchtpunktvisier verbessert die Zielgenauigkeit. Okay. Haben wir jetzt aber zu wenig Kohle für. Wir kaufen jetzt erstmal hier etwas Munition, damit wir wieder ausgerüstet sind. So. So sieht das Ganze doch schon wieder etwas besser aus. Wieder mit Munition ausgerüstet. Und dann bei Verbesserungen, da war das doch mit der Gesundheit. Ne, halt, wartet, was wollte ich? Irgendwas wollte ich noch machen. Ich hab's vergessen. Sehr schön. Ach ja, der Boni. Aber den hatte ich mir dann... Ja, den hatte ich mir dann noch gekauft. Okay, ich hab's vergessen, was ich noch machen wollte. Allerdings, wo war denn das? Was? Festungen? Also, okay, ich habe jedes Domizil. Bandenfähigkeit. Bande Begleiter 2. Waffe. Die Gesundheit der Begleiter verbessert sich ein wenig. Ich denke mal, das hier kaufe ich mir noch. Damit da die Gesundheit ein bisschen besser ist. Kann auch nicht schaden. Und dann, was? Begleiter Panzer? Du findest den Panzerbegleiter im Telefonmenü deines Handys. Er liefert dir einen Panzer zum Kampf. Cool. Brauche ich Stufe 26. Gut, ja. Jetzt haben wir keine Kohle mehr. Okay, 2000 noch, aber sonst sind wir eigentlich ziemlich pleite. Obwohl, wir können uns schon wieder Bargeld abheben. Gut, so pleite sind wir jetzt doch nicht mehr. Wir haben Aufträge. Simus abgreifen. Sean die trojanische Nutten. Angel Versicherungsbetrug. Oh, geil. Kinsey Cyberfahrt. Okay. Versicherungsbetrug, das wird ja das dann sein, dass man sich irgendwie irgendwo davor schmeißt. Vor Autos oder so. Oder auf der Straße einfach irgendwie auf den Boden klatscht und da irgendwie so Geld dafür bekommt. Und das sieht mir so ein bisschen aus wie Nebenmission. Und ja, um die kümmern wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.